Erinnert ihr euch noch an meinen wahrscheinlich besten Kartentrick auf diesem Kanal? Ich hatte zu meinem Zuschauer gesagt, nenn mal bitte irgendeine Karte, er hat die 3 genannt, und irgendeine Zahl, er hatte die 2 genannt. Ohne dass ich das Deck angefasst habe, habe ich zu ihm gesagt, okay, dann schau dir die zweite Karte an. Und es war die Herz 3. Und wisst ihr, warum dieser Trick funktioniert? Weil dieser verrückte Spanier existiert. Juan Tamariz ist einer der Magier des Jahrhunderts. Er gilt als der Urvater der spanischen Kartenmagie. Hat im Prinzip eine ganze Sparte der Magie erfunden. Bis heute zählen etliche Zauberer zu seinen Schülern oder behaupten von sich, Juan Tamariz wäre eine der größten Inspirationen gewesen. Und warum dieser Typ so brillant ist, das versuchen wir heute herauszufinden. Wir schauen uns 2 Performances von ihm an und dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen was dazu sagen kann. Halt, kleiner Einschub. Dieses Video habe ich vor 3 Wochen schon versucht hochzuladen und es wurde von YouTube gesperrt, wie ihr seht. Hier, gesperrt. Nutzer können dieses Video aufgrund einiger Ansprüche nicht sehen. Dabei wurde dieser Timecode angegeben. Ich habe auf einen Fernsehauftritt von Juan Tamariz reagiert und das ist copyright-technisch auf YouTube gesperrt. Komisch nur, das Original darf online bleiben. Sämtliche Reaktionen von YouTubern aus Kanada oder aus den USA dürfen online bleiben. Aber meine Reaktion wird gesperrt. Hä? Warum YouTube? Na gut, deswegen versuche ich es jetzt 3 Wochen später nochmal und ich reagiere auf ein anderes Video. Aber das wird erst in der 2. Hälfte wichtiger. Sorry für das ewig lange Intro, aber jetzt können wir loslegen. Erstmal schauen wir seine Oil and Water Routine. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist, Öl und Wasser bezeichnet man in der Kartenmagie als die Routine. Ich habe schwarze Karten, die stehen für Wasser. Ich habe rote Karten, die stehen für Öl. Und wenn ich Öl und Wasser mische, dann, weil unpolar und polar, okay gut, lass mir die Chemie, weil die sich nicht mischen lassen, so, trennen sie sich wieder auf und die roten Karten schwimmen wieder auf den schwarzen Karten. So eine Oil and Water Routine habe ich euch schon mal erklärt, die verlinke ich euch am Ende in der Endcard, aber beim Tamariz Öl und Wasser Routine ist nicht von dieser Welt. Ich kenne die schon. Das Video dauert nur 2 Minuten. Wir gucken uns erstmal die Performance an. I'm going to do a trick with 4 red cards and 4 black cards. The 4 red cards are this one and the 4 black. Can you look? They are really, yes? There are black? Yes. There are black. 4. 4. And there are red. Red. 4 red. And I am going to put the card alternate condition. It means I put a red one, black, a red, and a black, and the red, and black, and the red, and black. And then I am going to ask you, Mr. What is your name? Mauro. Mauro, Mr. Mauro. Mauro, please. Wer sich erschrocken hat. Wie ist dein Name? Mauro. Mauro! Ja, das ist das, was so diese spanische Magie ausmacht, dieses Wie ist dein Name? Mauro! Okay, Mauro, wir machen jetzt Folgendes, wir vollbringen ein Wunder! Das muss man mögen. Ich persönlich finde es cool, aber ich kann auch verstehen, warum es einige gibt, die sagen, beispielsweise mein Kumpel Miles, ne, das ist mir alles viel zu... Ich kann es verstehen, warum man da vielleicht was gegen haben könnte. What is your name? Mauro. Mauro, Mr. Mauro. Mauro, please. The red card are in which position now? The red card. Is the first? It's the first one. The third, the fifth, the seventh. Okay. Logischerweise liegen die roten Karten jetzt an Stelle 1, 3, 5 und 7. Ja, logisch. Immer abwechselnd. Er hat die ja abwechselnd hingelegt. Oh, so clever, man. So clever. And can you tell me the number of the card? Is a 4, is a 5 or red card? I don't know. Who knows the number of the red card? No? I forget to tell you, to ask you, remember, please. Okay, start again. It's important, remember the number. For instance, if I put like this, it's I tell you, this is the 4, this is the 7, 7, this is the 8, 8, this is the 10. 10. The 10. Can you tell me now, which is the order of the red card? Is the third, the... Faith in the 7, but the number of the 4, 6, 7, 8, 10. No big problem. I made like this. I alternate, yes? I made like this. Nothing special to do. And now this is the 4, this is the 7, this is the 8, this is the 10, but in separation. Yeah. Freunde, habt ihr gesehen, wie das funktioniert?
Deswegen heißt das Ganze Bold Oil and Water. Also sehr mutig, sehr waghalsig, sagen wir mal so. Digga, diese Methode, ihr müsst das Video nur zweimal gucken, da wisst ihr, wie es geht. Beim zweiten Mal gucken, weiß man, wie es geht. Aber live, wenn man es nicht zurückspulen kann, Digga, es ist so ein Fuhler. Und guck mal, wie verschmitzt er hier grinst, weil er genau weiß, hey, das war der dümmste Trick ever. Aber es funktioniert. Die Methode ist so dämlich. Ich habe euch das mal bei ein oder zwei Workshops vorgeführt. Und beim ersten Mal waren alle einfach komplett gefoolt. Hä? Was? Und dann habe ich das nochmal gemacht. Das war der Fehler. Eigentlich macht man es nicht zweimal. So, ich habe es nochmal gemacht und da haben wir alle einfach den größten Lachflash geschoben, weil es einfach so dämlich ist. Aber das ist jetzt schon ein gutes Indiz dafür, wie Juan Tamariz arbeitet. Er hat jetzt nämlich nicht nur diesen absolut dämlichen Move gemacht, wo man sich so denkt, hä, niemals funktioniert das. Doch, es funktioniert, weil Juan Tamariz ein Genie ist. Denn alles, was als Hinleitung dahin passiert, diese ganzen ersten 1,5 Minuten, die jetzt für uns wirken wie einfach nur Einleitung, die sind essentiell wichtig für das Funktionieren dieses Effektes. Erst einmal lenkt er den Fokus darauf, wir haben 4 rote, 4 schwarze Karten. Okay, dann sagt er, guck mal, ich lege sie in abwechselnde Reihenfolge. Rot, schwarz, rot, schwarz. Dabei konditioniert er schon mal unser Auge auf genau diese Abfolge, damit er uns später damit verarschen kann. Erstens passiert das, zweitens sind wir jetzt gerade voll und ganz konzentriert auf die abwechselnde Reihenfolge rot, schwarz, rot, schwarz, rot, schwarz. Niemand achtet gerade auf die Zahlen, dass das hier eine 8 ist, dass das eine 7 ist, eine 4, eine 10. So, jetzt lenkt er den Fokus darauf, klar, jetzt sind die an den Positionen 1, 3, 5, 7. Und welche Zahlen haben die Karten? Wer hat sich das von euch gemerkt? Was? Niemand von euch hat sich das gemerkt? Durch diese Präsentation achtet jetzt jeder, aber wirklich jeder, auf die roten Karten und ihre Werte. Das Tolle ist, dadurch, dass ihr das jetzt als Fehler framed, oh was, das hat sich keiner von euch gemerkt, hä, das hättet ihr doch machen sollen. Klar, er hat das niemals gesagt, aber er tut so, als wäre das selbstverständlich, dass man darauf hätte achten sollen. Dadurch, dass er das jetzt als Fehler framed, wird dieser Durchgang zu einem Probedurchgang. Und in diesem Probedurchgang etabliert er jetzt, wenn er die Karten umdreht, dass sie wirklich in dieser abwechselnden Reihenfolge liegen. Rot, schwarz, rot, schwarz, rot, schwarz. Start again. Ja, das etabliert er jetzt damit. Hier sind gerade so viele Dinge passiert und jetzt konzentriert sich jeder auf die roten Karten und auf deren Zahlenwerte, sodass man den Move nicht mitbekommt. Okay, das heißt, er macht hier volles Rohr mentale Misdirection. Misdirection ist das englische Wort aus der Magie für Ablenkung. Wenn ich euch zum Beispiel sage, lasst euch nicht ablenken, aber hier erscheint eine Münze. Lasst euch nicht weglenken, hier. Oh. Erscheint eine Münze. Gut aufpassen. Die erste Münze. Klar, auch die zweite Münze. Verschwindet. Wenn ich hier in der Position sage, lasst euch nicht ablenken, dann lenke ich euren Blick, eure Augen auf das Falsche, sodass ich hier heimlich einen Move machen kann. Das ist die direkte physische Misdirection. Oh, guck mal hier, damit ich hier heimlich was machen kann. Oder der gute Trick mit dem Stift und der Stiftkappe. Ich lasse die Kappe mit dem Stift verschwinden. 1, 2, 3. Oh, der Stift ist verschwunden, lul. Nein, natürlich weiß jeder von euch, der Stift ist hinter meinem Ohr. Aber die Kappe ist diesmal wirklich weg. Auch das ist physische Misdirection. Ich lenke bewusst eure Augen weg vom Geschehen. Was er hier aber macht, ist, er kombiniert diese physische Misdirection mit einer mentalen Misdirection. Wir sind jetzt gedanklich abgelenkt. Sorry, dass ich jetzt so hart über 2 Minuten Video spreche. Aber das ist das, was es so besonders macht, was Juan Tamariz hier abliefert, ja? Wir sind jetzt auch mental abgelenkt. Das ist wie, wenn du ein Kind, das schreit und weint, weil es den Lolli nicht haben darf, wenn du dann sagst, guck mal, da ist ein Kaninchen. Und das Kind sagt, oh, ein Kaninchen. Und dann gehst du hin und das Kind hat vergessen, dass es eigentlich gerade traurig ist, weil es den Lutscher nicht haben darf. Das ist genau das Prinzip, das macht er mit uns gerade. Wir sind jetzt abgelenkt davon, dass wir uns die Reihenfolge der Zahlen merken, 4, 7, 8, 10, sodass wir nicht nur physisch, dadurch, dass er unseren Blick weglenkt auf die andere Hand sozusagen, sondern auch mental. Dadurch, dass wir beschäftigt sind mit einer irrelevanten Sache, können wir gar nicht uns beschäftigen damit, was er für eine dämlich dreiste Methode macht. Und das macht diesen Trick so brillant. Jetzt legt er sie nämlich in abwechselnde Reihenfolge auf den Tisch und dabei ist natürlich der Move passiert und die Karten liegen wieder in dieser Reihenfolge hier. And now this is the 4, this is the 7, this is the 8. Brillant, einfach brillant. Und das ist ja eigentlich nur so ein kleiner Opener. Ne? Das ist nur so eine kleine Einleitung, damit man schon mal so eingestimmt wird ins Geschehen. Oha, jetzt geht's hier gleich richtig ab. Aber alleine in so einem kleinen Opener stecken bei Juan Tamariz schon
so viele Dinge drin. Brillant. Und jetzt, wo wir dieses Vorwissen haben, lasst uns ein Video gucken, das ich noch nicht kenne. Jetzt sind wir wieder hier bei Gegenwarts-Matti angekommen. Four Aces bei Juan Tamariz. Die angeblich beste Routine mit vier Assen. Gucken wir mal, ob das stimmt. Und falls es gerade irgendwen von meinen Zuschauern gibt, der mich in diesem Video zum ersten Mal sieht. Hi, ich bin Matti und ich bin Partner von Holy. Holy ist ein Hersteller für Energy-Drinks und Eistees, die gesünder sind als das, was ihr sonst im Supermarkt bekommt. Alles ohne Zucker, ohne Kalorien, ohne Taurin. Und wenn ihr das einfach mal ausprobieren möchtet, dann schenkt euch Holy 5 Euro mit dem Code Matti5. Ich würde euch einfach empfehlen, das Mix-Probierpaket zu bestellen. Da ist einmal alles drin an Energies und an Eistees. Und statt 19,99 kostet das mit dem Code Matti5 14,99. Da könnt ihr euch einmal durchprobieren, gucken, was schmeckt euch nicht, bevor ihr dann eine ganze Packung von etwas bestellt. Und für die treuen Holy Matti-Supporter, ihr kennt das ja schon, Code Matti10 spart ihr immer 10% Rabatt auf jede Bestellung. Four Aces bei Juan Tamariz. Da gehen wir rein. I'm going to do a trick with four aces. Four aces. One ace and one ace more. So, das Ding ist, ich wollte mich gerade beschweren über die schlechte Videoqualität, sodass man die Karten nicht erkennt. Aber doch, jetzt erkennt man sie ganz gut. Mehr Pixel haben wir nicht als 480 Zeilen hier. Es könnte sein, dass das jetzt wirklich ein random durcheinander gemischtes Kartendeck ist. Das sehe ich jetzt gerade nicht. And the idea of this trick is, I am going to do in a way that I'm going to put the four aces here. Four aces here. Not like this after, but face down, face down. And after I'm going to put three cards on top of any of the aces. Oh, McDonald's aces. Cool. I'm going to ask you, for instance, can you close to me? Yes, a little more. Yeah. You can close a little bit. You don't need to come close. And the idea of this is I'm going to put three cards on each of the aces. And you are going to point one of these. You can point this or this or this to choose one of these, eh? But not now, not yet. Eh? And the other aces, the other three aces, I don't touch more with my hands. No, never touch. And sie darf eins der Asse sich aussuchen und die anderen drei wird nicht mehr berühren, sagt jetzt zumindest. I'm going to do very special thing. For the four aces, eh? Remember, you have the idea I'm going to do, yes? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Remember? Mm-hmm. I'm going to put the four aces, and, okay? Yes. The order doesn't matter, no? The order doesn't matter. The thing is, I'm going to put one here, one here, one here, one here, perhaps because you remember the space. Also Zauberer wissen, was hier gerade passiert ist, ne? Und ich habe neulich noch was erklärt, was genau dieses Prinzip benutzt. Ich habe euch letzte Woche nämlich selbst eine Four-Ace-Routine erklärt. Und da habe ich das gleiche Prinzip benutzt. Und in meinem Tutorial habe ich euch den Hinweis gegeben, passt an dieser Stelle auf, ihr müsst das ganz vorsichtig handeln. Und wisst ihr was? An der gleichen Stelle, mit dem gleichen Prinzip, was macht Juan Tamariz an der Stelle? I'm going to put it. Er legt sie sogar noch hin. Four aces, okay? Yes. Und hält sie auch so nochmal unter ihre Nase. Einfach Beast Mode. Alter. Krass. Einfach Beast Mode. Er ist einfach so dreist, er macht es wirklich in die Fresse. Stumpfes Turm, Freunde, in die Fresse funktioniert immer am besten. Crazy. One here, perhaps because you remember the space here or here, I put like this and okay. And now I'm going to take three cards and I am going to put in the ace that you choose for the trick. The ace that you choose for the, and the other aces I don't touch. Never mind. Okay. Which you prefer? This one or this one? Or this one or this one? Second, here. Mm-hmm. This is the second for you, uh-huh. Because if we start for here, no, second. Yeah. Sure. Uh-huh. If you prefer, you can choose the first. Or if you prefer the third. Or if you no. Sure. This one. I put three cards on these aces and of this ace. And remember, this is the ace of hearts. Very easy to remember because I put face. Boah, das war. wie sage ich das jetzt für die Nichtzauberer unter euch? Wir haben in der Magie etwas, das nennen wir Convincer. Ich weiß gar nicht, ob ich das der erste Hälfte dieses Videos erklärt habe. Falls ja, schneide ich jetzt den Rest weg. Wir haben in der Magie etwas, das nennen wir Convincer. Das heißt, klitzekleine Details, kleine Feinheiten, die unser Zuschauer nur unterbewusst wahrnimmt, aber die, ohne dass der Zuschauer es merkt, die Illusion noch viel krasser verkaufen. Ich gebe euch ein Beispiel für einen Convincer. Wir haben in der Magie etwas, das nennen wir Double Lift. Wir haben hier beispielsweise die Peak 5, okay? Das
Ding ist, das war gerade ein Double Lift, denn das war nicht nur eine Karte, die ich umgedreht habe, sondern gleich zwei. Und da ist ein kleiner Convincer passiert. Ich habe diese zwei Karten nämlich nicht so ganz vorsichtig gegriffen und euch so gezeigt, sondern um es zu verkaufen, um euch zu überzeugen, also zu convinzen, dass es wirklich nur eine Karte ist, habe ich diesen Griff genutzt und dieses Klacken hier noch benutzt. Das ist etwas, da lege ich keinen Fokus drauf, ihr nehmt es unterbewusst wahr, aber dieses Klacken verkauft noch mehr die Illusion, dass das jetzt hier nur eine Karte ist. Und auch wenn ich sie so ganz locker aufs Deck wieder drauf werfe, sind das klitzekleine Convincer. Und er hat hier gerade einen Convincer eingebaut, Alter, der war nicht von dieser Welt. Also da müsstet ihr zurückspulen und euch das nochmal angucken. Was hat er denn da gemacht? Crazy. Also er hat jetzt gezeigt, das Ass, auf das sie gezeigt hat, das war das Herz-Ass in dem Fall. Das heißt, wir wissen jetzt Bescheid, okay, Herz-Ass und da landen jetzt drei Random-Karten drauf. Remember because, I put face. And the other... So, da sind jetzt die drei Random-Karten. Three card, I put three card. Auch da drei und so weiter. Over the other ace, over one other three card. And I don't touch the other aces. You can see, I don't touch. Really, I don't touch. Only touch the ace of cards because you choose. And this is here, yes. But now, if I it's necessary to put together the aces without reverse the face up, only to put together the three cards with the ace. If I do like this with my hand, I touch, and I promise, don't touch. Then, can you help me? Sure. Can you put your hand like this? No. Only the hand like this. It's like a work, how is the name? Work? Work, yes, machine. And then I make. Go, down. Square. And now. Also das kann auch nur Juanta Marisa. Zu ihm passt es irgendwie, aber Digga, stell dir vor, ich würde so zaubern. Stell dir vor, ich mache genau das. Also er will hier jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Schreibmaschine imitieren, ne? Ich glaube, das wollte er jetzt hier imitieren. Aber wenn so seine Schreibmaschine klingt, würde ich mir eine neue kaufen an seiner Stelle. Go, down, square. And now. Go, down. Square. Take the four card, Take the four. We don't look. No. I have any card. Ich fühle ja ihre Blicke hier. Guck mal. Sie leidet. Ich glaube, es sollte ein Roboter sein und keine Schreibmaschine. Vielleicht hat er deswegen Work gesagt. Work. Roboter heißt ja der Arbeiter. Robotner. Thank you very much. Das war eine schwere Geburt, ich bin ehrlich. Das war eine schwere Geburt. Digga, was soll ich dazu sagen? Eigentlich ist es einfach der absolute Standard McDonald's Aces-Effekt mit zwei, drei sehr coolen Convincern, die er eingebaut hat. Wie gesagt, hatte ich angesprochen. Mein Kumpel Haido hat eine McDonald's Aces-Routine, die ist auch unglaublich wunderschön. Diese Routine hatte er King Again getauft. Hat es dann nicht mit Assen, sondern mit Königen gemacht und dazu eine passende Story, die die Karten im Prinzip selbst erzählen. Passend zu einem Lied, das auch King Again heißt und wirklich cool. Die hatten wir euch vor, 6 Jahren oder so auf meinem YouTube-Kanal mal erklärt. Ich glaube, da hatten wir zum ersten Mal angekündigt, dass wir eine Marke gründen werden namens Somnium. Übrigens, ich habe jetzt einen kleinen Werbespot für unsere Somnium Galaxy Edition auf YouTube als YouTube-Werbung eingestellt. Mich würde mal interessieren, hat die irgendwer von euch schon zu sehen bekommen? Habe ich die Zielgruppe richtig eingestellt? Schreibt sie gerne in die Kommentare und Freunde, an der Stelle war es das für heute von mir. Ich hoffe, diesmal macht YouTube kein Auge. Ich hoffe, diesmal darf ich das Video hochladen. Das wäre ein Traum. Wenn ich diese Folge Matti reagiert gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch die letzte Folge anschaut. Da ging es nämlich um Hardcore-Kartenmagie bzw. Gambling, also Schummeln beim Poker. Alter Schwede, schaut euch das auf jeden Fall an.